Servus liebe Haching-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Haching TV. Ich stehe hier in der Südkurve auf dem Vorsängerpodest und das ist ja hier hoffentlich der Ort, an dem am 28. Mai beim Relegationshinspiel das ein oder andere Mal der Jubel aufbranden wird. Da würden wir uns natürlich sehr drüber freuen. Ja, was haben wir heute in der aktuellen Folge Haching TV? Wir haben ja mal vor ein paar Wochen so einen Aufruf gestartet, dass ihr Wetten vorschlagen sollt. Wetten, der Martin Piller schafft es nicht 25 Mal an die Latte zu treffen oder irgendwie sowas in der Richtung. Und da suchen wir heute die Besten raus und das seht ihr dann nachher, wie ich mich schlage gegen unter anderem Sascha Bigalke, Max Dombrovka, die werden alle mitmachen. Ja, und dann sind wir ja für den DFB-Pokal qualifiziert. Seit letztem Wochenende ist das sicher, weil uns nämlich keine erste Mannschaft in der Regionalliga Bayern noch vom ersten Platz verdrängen kann. Nur noch die zweiten von den Löwen würden es schaffen und die dürfen wir nicht im DFB-Pokal spielen. Deswegen sind wir dann nächstes Jahr wieder mit dabei und mit wem könnte man da besser drüber sprechen als mit unserem Pokalheld Markus Einsiedler. Das alles jetzt in Haching TV. So, ja, kurzes Zwischenfazit. Ihr habt gerade Bilder gesehen von unseren beiden Verletzten, Alex Winkler und Maxi Bauer. Wann seid ihr wieder dabei? Geplant ist der Dienstag, weil Montag ja frei ist und am Dienstag mit der Mannschaft. Dienstags erstmal mit der Mannschaft. Aber heute wart ihr auch kurz dabei, oder? Ja, wir haben ein paar Torschüsse gemacht, ein paar Flanken, im Kreisel gespielt, aber auch noch ohne Zweikampf alles. Das geht dann nächste Woche los. Und Punktspielbetrieb? Ja, das entscheidet dann der Trainer, je nachdem wie die Woche läuft. Oder wie die Woche drauf läuft, ist man dann im Kader oder darf schon wieder spielen. Aber könnte demnächst bei dir schon wieder soweit sein? Könnte sein. Nächste Woche, wie gesagt, mit der Mannschaft. Und wenn der Trainer mich dann aufstellt am Wochenende, dann wäre es auch okay für mich. Hoffen wir das Beste, ja? Wie schaut es bei dir aus, Alex? Ja, eigentlich ähnlich. Ich bin am Montag nochmal beim Arzt und ich habe zwar noch keinen Torschuss gemacht wie der Maxi heute, aber auch schon im Kreis mitgespielt, ging alles jetzt schneller als gedacht. Gott sei Dank. Und wie gesagt, Montag beim Arzt und dann Dienstag wieder Mannschaftstraining, wenn es gut läuft. Okay, wunderbar. Also in den nächsten Wochen auf jeden Fall mit euch zu rechnen, auch wieder auf dem Platz und zur Relegation, das haut auf jeden Fall hin, oder? Auf jeden Fall, ja. Da sind wir alle mit dabei. Beim Steine ist noch ein kleines Fragezeichen, aber den kriegen wir auch noch hin. Haben wir gehört, genau. Der Klaus ist zuversichtlich, hat gesagt, er glaubt auch an Steini, aber alle anderen, außer natürlich Luca Masaila an dieser Stelle nochmal alles Gute für dich. Sonst sind alle dabei. Schaut gut aus. So, liebe Haching-Fans, jetzt geht's ans Eingemachte. Und zwar habt ihr uns ja Wetten gestellt, beziehungsweise mir. Eine davon war zum Beispiel Wetten, dass ich von 25 Schüssen nicht mehr an die Latte treffen kann als dieser junge Mann hier. Sascha Bigalke. Abidere, grüße dich. Du stellst dich der Herausforderung. Natürlich. Wir schießen jetzt jeder 25 Mal und probieren, ja, so oft wie es geht, die Latte zu treffen. Auf geht's. Und wenn ich die Wette gewinne, dann gibt's nichts für denjenigen, der sie gestellt hat. Wenn ich sie verliere, gibt's vielleicht was. Schauen wir mal. Ja, ich habe leider verloren. Wie viel war es jetzt? 15, 10, sowas, gell? Ich glaube schon, ja. Sowas um den Dreh rum. Also es hat ein paar mehr. Aber wir waren beide gar nicht schlecht, oder? Sehr gute Leistung. Was sagst du zu meiner Performance? Auch gut. Hab mich überrascht. Ja? Kannst gerne wieder antreten. Ja, danke dir. Also Sascha Bigalke gewinnt. Ich verliere meine erste Wette und gibt natürlich was dann für denjenigen, der sie gestellt hat. Eine Kleinigkeit von uns. So, dann geht's jetzt weiter. Nächste Wette gegen Max Dombrovka auf das Tor vom Elferpunkt gegen den Kiwi. Wer mehr Elfer trifft von 25. Das machen wir jetzt. Wetten Teil 2. Max Dombrovka. Hi. Und da hinten der Kiwi. Number one. Grüße. Number one of New Zealand. Und ja, die Wette war folgende. 25 Elfer, jeder gegen den Kiwi und wer mehr trifft. Schauen wir mal. Du darfst gerne anfangen, Max. We'll be right back.
trotzdem gut. Danke. Stark. Also ich verliere auch meine zweite Wette gegen Max Dombrovka. Hat mehr Elfer getroffen als ich. Also gibt es wieder was, ja. Kleinigkeit für unseren Fan hier, wer auch immer diese Wette gestellt hat. Aber ist schon beeindruckend, wenn der Typ da im Tor steht, gell? Mhm. Das Tor wird immer kleiner. Es wird immer kleiner, ja. Gib mir den Fünfer, kriegst du später. So läuft es hier. So, liebe Haching-Fans, jetzt habe ich wie versprochen den Markus Einsiedler bei mir. Habe ich dere. Servus, grüß euch. Und zwar geht es dann natürlich um den DFB-Pokal, weil wen soll ich mir für den DFB-Pokal anders holen als den Markus Einsiedler? Wir sind nämlich seit dem Wochenende qualifiziert für die nächste DFB-Pokal-Hauptrunde. Nervt sich, dass immer du gefragt wirst zu dem Thema? Nee, es sind ja schöne Erinnerungen und da beantworten wir nochmal gerne ein paar Fragen dazu. Apropos Erinnerungen, was hast du denn für Erinnerungen? Natürlich vor allen Dingen an die vorletzte Saison, weil du hast du selbst die Tore geschossen, aber gerne auch letzte Saison, das 3-3 gegen Mainz. Wenn du da zurückdenkst, was kommt da in deinen Kopf? Ja, das ist hier in Haching immer eine besondere Stimmung. Da wird jeder Ballkontakt beklatscht. Das sind coole Spieler gewesen, haben auch immer schon mal auf dem Rasen gezaubert, wo dann auch ein bisschen was geboten war für die Zuschauer. Und deswegen waren es immer schöne Erlebnisse, klar. Und seitdem hast du auch den Fußballgott hinten dran an deinem Namen, gell? Ja, ist zwar ein bisschen Blasphemie fast für den richtigen Fußballgott, wenn ich auch so genannt wäre, aber ich komme damit klar und ja, versuche es immer dann auch zu rechtfertigen irgendwann. Ja, also du willst halt auch immer nicht, dass das nur auf den DFB-Pokal bezogen ist, weil selbstverständlich bist du auch in den Regionalligaspielen der Fußballgott gewesen, aber da hat es halt angefangen quasi. Ja, das waren halt besondere Spiele dann auch, da haben wir auch ein bisschen einen Turnaround geschafft damals, weil war ja vorher immer ein bisschen Abwärtsspirale mit dem Abstieg und dann schlecht gestartet und ja, war schon ein bisschen Unruhe auch im Umfeld und das war dann das erste Spiel, wo wir halt dann mal richtig was auf den Rasen gebracht haben und danach lief es dann auch in der Liga viel, viel besser. Was denkst du, du hast gesagt, das sind Feiertage immer, wenn hier DFB-Pokal gespielt wird. Denkst du, es liegt daran, dass es halt jetzt im Ligabetrieb in Anführungsstrichen nur die vierte Liga ist? Oder wird es, wenn man theoretisch aufsteigt dieses Jahr, nächstes Jahr trotzdem was ganz Besonderes sein? Ja, ist eine gute Frage. Ich war mal hier zu Drittliga-Zeit in Haching, da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es so war. Also habe ich mein Spiel angeschaut als Zuschauer, da habe ich jetzt nicht so das Gefühl gehabt. Ich denke mal, dass die Erwartungshaltung einfach eine andere ist. Im DFB-Pokal, wenn man halt gegen Erste- oder Zweitligisten spielt, dann sind die Zuschauer immer zufrieden, wenn man nur einen Ball klärt und im Ligabetrieb sollen wir die Spiele dominieren. Und da, wenn mal ein Pass nicht so gut kommt, dann ist halt einfach eine andere Erwartung bei den Zuschauern da. Ist auch verständlich irgendwo, klar. Es könnte ja vielleicht auch ähnliche Atmosphäre in den Relegationsspielen geben oder hier im Relegationsheimspiel. Denkst du, das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar, weil im Endeffekt ist es ja auch nicht ein K.O.-Spiel wie im DFB-Pokal, aber halt zwei K.O.-Spiele. Ja, ich würde hoffen, dass da eine ähnliche Stimmung ist, weil da kann in so einem Spiel können die Zuschauer auf jeden Fall eine entscheidende Rolle spielen und wenn man da halt immer so in diesen Flow dann reinkommt und alles um sich herum vergisst, dann kann man auf jeden Fall eine viel, viel bessere Leistung abrufen, wenn man jetzt halt dann schon nach der ersten Aktion in Raunen durch Steinern geht und dann das Überlegen anfängt. Klar, sowas kann man auch schon tragen. Ja, das war wirklich Wahnsinn, vor allen Dingen auch gegen Mainz. Also ich habe selten was Krasseres erlebt eigentlich im Stadion, was da nach dem 3-3 los war. Voller Abriss. Ja, richtiges Toller, das war echt sau cool, ja. Muss man echt sagen. Wirklich, also wir zählen auf euch in der Relegation, bitte schaut zahlreich vorbei. Jetzt natürlich zum Schluss noch die obligatorische Frage nach dem Wunschgegner für die erste DFB-Pokalrunde, auch da musst du durch. Ja, es sind immer die Löwen, weil es halt, sagen wir mal, es ist ja nicht weit hier und es ist eine gewisse Rivalität da zwischen den Fans auch und wir haben ein volles Haus und wir auch ein bisschen eine Chance. Da glaube ich, wir irgendwann auch gegen Bayern spielen als Spieler, aber da kriegt man einen auf die Mütze und ist auch immer nicht so toll, wenn man gar keine Chance hat im Spiel dann. Ja, da wird es wahrscheinlich schwer. Ich sehe es auch so. Ich glaube, die Löwen sind bei den meisten der Wunschgegner. Schauen wir mal, was dann wird. Wie gesagt, wir sind qualifiziert für nächstes Jahr. Ausgelost wird schätzungsweise im Juli irgendwann. Und dann können wir uns darauf freuen, was dann da passiert nächstes Jahr im DFB-Pokal mit Markus Einsiedler wieder. Vielen Dank für deine Zeit. Und ja, euch vielen Dank fürs Zuschauen bei Haching TV. Wir sehen uns nächste Woche wieder.